Amilla Patientenarmbänder für mehr Sicherheit und Behandlungsqualität. In vielen Kliniken gehören Patientenarmbänder bereits seit einigen Jahren zum Standard. In der Patientenaufnahme werden im Dialog die wichtigsten Daten des Patienten erfasst und eingegeben. Dankeschön. Kann ich Ihre Versichertenkarte haben? Ja, bitte. Ja, danke schön. Waren Sie schon mal hier bei uns im Krankenhaus? Nein, noch nicht. Bereits in der Krankenhausaufnahme wird dem Patienten ein hautfreundliches Armband ausgehändigt. Darauf befinden sich alle wichtigen Personendaten. Diese werden aus dem zentralen Krankenhaus-EDV-System direkt auf das Sicherheitsarmband gedruckt. Dann haben wir hier noch Patientenidentifikationsarmbänder für unsere Patienten. Das sind die Armilla-Armbänder, um Verwechslung zu vermeiden. Wenn sie jetzt im OP geschoben werden, dass man nochmal ihre Daten abgleichen kann und man weiß, wo sie hingehören. Oh. Würden Sie so ein Bändchen tragen wollen? Gern, ja. Gern. Können Sie mit duschen, ist wasserfest, reißfest. Ja. Darf ich Ihnen das Bändchen umlegen? Ja, bitte schön. Ja? Im Gegensatz zur manuellen Beschriftung ist der Druck der Armilla-Bänder die sicherste Methode. Darüber hinaus wird die Aktennummer des Patienten als scannbarer Strichcode auf das Armband gedruckt. Dadurch kann das Klinikpersonal gespeicherte Therapien, Medikamente und Laborwerte einsehen. Alternativ werden weitere Armbandversionen angeboten. Armilla Stick zeichnet sich durch das hautfreundliche Bandmaterial aus und verfügt über einen neu entwickelten Sicherheitsklebeverschluss mit variabler Größeneinstellung. Armilla Clip ist das Patientenarmband für höchste Sicherheitsansprüche. Das Band überzeugt durch den Sicherheitsclipverschluss und bietet dem Verwender maximalen Tragekomfort, auch bei längeren Aufenthalten. Ein Beispiel für den Nutzen von Patientenarmbändern mit Strichcodes ist die komfortable Blutzuckermessung am Patientenbett. Guten Morgen. Guten Morgen, Schwester. Wie geht's Ihnen heute Morgen? Danke, ganz gut. Ich möchte ganz gerne Ihren Blutzucker messen. Ja. Ja? Bitte. Vor der Blutentnahme wird zunächst die Aktennummer des Patienten mit dem Strichcode-Laser des Messgerätes erfasst und geprüft. Anschließend erfolgt die Blutentnahme, die Analyse und die Speicherung der Messergebnisse. Alles in Ordnung. Das freut mich, danke. Dann sehen wir uns später. Ja. Tschüss. Tschüss, Schwester. Über die Basisstation erfolgt die Übermittlung der Daten an das Zentrallabor. Diese schnelle und sichere Zuordnung von medizinischen Leistungen zu einem Patienten ist für eine gezielte Therapieentscheidung unerlässlich und wird von den Patienten und Ärzten als großer Fortschritt befürwortet. Die beiden Stick-Versionen zum Kleben überzeugen durch einfache Handhabung, hohen Tragekomfort und optimale Verträglichkeit. Die neue Clip-Version genügt zusätzlich höchsten Sicherheitsansprüchen. Mediaform. Excellence in Healthcare.